Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Cat. Und in diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie man einen Rittberger springt. Der Rittberger ist ein Kantensprung und wird von rückwärts abgesprungen, aber keine Sorge, es ist bloß eine halbe Drehung. Das kriegt ihr auf jeden Fall hin und ich zeige euch mal, wie. Den Rittberger könnt ihr natürlich wieder aus unterschiedlichen Anläufen springen. Ich würde euch definitiv raten, gerade am Anfang macht den aus einem Einwärtsbogen. Ja, das heißt wirklich, wir gehen in einen Einwärtsbogen und springen hier unseren kleinen Rittberger, weil aus dem Mohawk ist es am Anfang etwas schwierig, dadurch, dass ihr nicht so gut in die Rotation kommt. Erstmal starten wir an der Wanne, weil da ist es am einfachsten. So, an der Wanne könnt ihr euch erstmal ein bisschen festhalten, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Sprung eigentlich funktioniert. Wir laufen einen Einwärtsbogen, stellen uns auf rückwärts. Ich laufe im Kreis, bis ich mit dem Fuß, mit der Ferse zur Bande stehe. Und von hier springe ich jetzt über die Zacke in einen Auslauf. Ja? Also es ist wirklich nur eine ganz kleine Drehung. Statt nochmal vorwärts, einwärts, auf, rückwärts. Hopp. So, wir starten vorwärts, einwärts, gehen auf rückwärts und hopp. Ja? Ich weiß immer nicht so wirklich, was ich mit meinen Armen hier an der Wanne eigentlich machen will. Ich würde euch raten, findet für euch die Lösung, dass ihr euch gut festhalten könnt. Weil bei mir ist es so automatisiert, dass die Arme eigentlich hier oben drüber gehen. Aber ihr findet bestimmt euren Weg, wie es am einfachsten geht, dass ihr euch festhalten könnt erstmal. Und dann von hier, ja, rückwärts, hopp. Rüberspringt. Ganz, ganz wichtig beim Rittberger ist, dass ihr euer Spielbein, das linke Bein, nicht vernachlässigt. So, das heißt, wir stehen rückwärts, auswärts. Meine Schultern sind zum Kreis gedreht und wenn ich springe, hebt sich mein linkes Knie nach oben. Ja? Also von hier hoch, von hier hoch und dann gehen wir in den Auslauf nach hinten. Gut. Probieren wir das mal auf der freien Fläche. So, ihr Lieben, jetzt stehen wir auf der freien Fläche und wir versuchen es einfach mal. Einwärts, hopp. Ja, ich mache es gleich nochmal. Einwärtsbogen, rechte Schulter zurück, hopp. Ihr hört das vielleicht auch, wie ich auf die Zacke gehe. Ihr müsst über eure Zacke abspringen. Ja? Also ganz am Schluss schön auf die Zacke gehen. Wichtig, wenn ihr den Einwärtsbogen gemacht habt, dass ihr die rechte Schulter zurückhaltet. Ja? Hier die rechte Schulter schön zurückhalten, damit ihr eben nicht zu sehr schleudert. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn ihr dann irgendwann mal doppelt oder gar dreifach lernen wollt, dass ihr wirklich hier zurückzieht und euren Kopf leicht in den Kreis nehmt. Ja? Von hier könnt ihr dann schön in den Sprung gehen. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg damit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne hier auf dem YouTube-Kanal vom Skate Club oder auch auf Instagram, Facebook oder TikTok.